Anastasia, Band 2, Die klingenden Zedern Russlands, Kapitel 9, Der Tag der Kleingärtner und ein Feiertag der Erde. Was haben denn die Kleingärtner damit zu tun und warum gerade die aus Russland? Was gibt es da für einen Zusammenhang? Sieh mal, Wladimir, die Erde ist zwar groß, aber äußerst empfindlich. Auch du bist groß im Vergleich zu einer Mücke. Doch wenn sich eine Mücke auf dich setzt, spürst du sogleich ihre Berührung. Und auch die Erde spürt alles, wenn sie mit Beton und Asphalt zugepflastert wird und ihre Wälder abgeholzt oder verbrannt werden, wenn in ihrem Inneren herumgegraben oder gebohrt wird oder man das Pulver, das ihr Dünger nennt, in sie hineingibt. Sie leidet darunter, trotzdem liebt sie die Menschen, so wie eine Mutter ihre Kinder liebt. Die Erde ist bemüht, die menschliche Bosheit in ihr Inneres einzukapseln. Und nur, wenn sie nicht mehr die Kraft hat, sie zurückzuhalten, bricht diese Bosheit in Form von Vulkanausbrüchen und Erdbeben aus ihr hervor. Der Erde muss geholfen werden. Was ihr Kraft gibt, ist eine rücksichtsvolle, behutsame Behandlung. Die Erde ist groß, aber höchst empfindsam. Sie spürt es, wenn auch nur eine menschliche Hand sie zärtlich berührt. Oh, wie sehr sie diese Berührung spürt und darauf wartet. In Russland galt das Land eine Zeit lang als Gemeingut. Das heißt, es war nicht im Privatbesitz. Folglich betrachteten die Menschen die Erde nicht als ihr Eigentum. Dann jedoch änderte sich die Lage und man begann, den Menschen auf dem Lande kleine Grundstücke mit Häuschen zu geben. Es war kein Zufall, dass diese Grundstücke so winzig klein waren, dass man sie unmöglich mit Maschinen bearbeiten konnte. Trotzdem waren die Russen wie verrückt nach den Grundstücken und nahmen sie mit Freuden an, egal ob arm oder reich. Als die Menschen ihr Stückchen Land bekommen hatten, fühlten sie intuitiv: Nichts kann die Bande zwischen Mensch und Erde zertrennen. Und Millionen von Menschenhänden berührten die Erde mit Liebe. Gerade mit den Händen, nicht mit Maschinen, berührten die Menschen auf ihren kleinen Grundstücken in Liebe die Erde. Und die Erde spürte jede einzelne Hand und sammelte so Kräfte, um noch eine Zeit lang weiter durchzuhalten. Und was folgt daraus? Soll man jetzt jedem Kleingärtner ein Denkmal setzen für die Rettung des Planeten? Ja, Wladimir, Sie sind die Retter. Aber man kann doch unmöglich so viele Denkmäler aufstellen. Besser, man führt einen gesetzlichen Feiertag ein. Oder gleich zwei. Im Kalender würde dann stehen: Tag des Kleingärtners oder Tag der Erde. Oh ja, ein Feiertag. Anastasia klatschte vor Freude in die Hände. Tolle Idee. Ein offizieller Feiertag soll es sein, wo man so richtig ausgelassen und froh sein kann. Warum hilfst du nicht ein wenig mit deinem Strahl nach, wenn du ihn zu unserer Regierung und den Abgeordneten des Parlaments schickst? Werden sie sicher die entsprechenden Gesetze erlassen. Das geht nicht. Wegen ihrer alltäglichen Hetze kann ich nicht zu ihnen durchdringen. Sie müssen so viele Beschlüsse fassen, dass sie keine Zeit zum Nachdenken mehr haben. Es hätte auch keinen Sinn, ihr Bewusstsein zu erhöhen. Es wird ihnen besonders schwer fallen, der Realität ins Auge zu sehen. Außerdem wird man ihnen nicht erlauben, bessere Beschlüsse zu fassen, als sie es jetzt tun. Wer könnte schon die Regierung oder den Präsidenten daran hindern? Ihr, das Volk, die Mehrheit. Die richtigen Beschlüsse würdet ihr als unpopuläre Maßnahmen abstempeln. Stimmt, wir leben in einer Demokratie. Die wichtigsten Beschlüsse werden durch die Mehrheit getroffen. Und die Mehrheit hat immer recht. Die höchsten Erkenntnisse kommen zunächst immer nur einigen wenigen. Die Masse der Menschen zieht erst im Laufe der Zeit nach. Wenn dem so ist,
Warum gibt es dann überhaupt Demokratien und Volksentscheide? Sie haben die Funktion von Puffern, damit es nicht zu heftigen Zusammenstößen in der Gesellschaft kommt. Ohne solche Puffer gäbe es eine Revolution. Und eine Revolution bedeutet für die meisten eine sehr schlimme Zeit. Der Tag der Kleingärtner ist aber doch keine Revolution. Was soll daran schlecht sein? Dieser Feiertag ist eine gute Sache. Er ist sogar nötig, unbedingt nötig. Er sollte so schnell wie möglich eingeführt werden. Ich werde darüber nachdenken, wie man diese Sache beschleunigen kann. Ich werde dir dabei helfen. Ich kenne mich besser damit aus, welche Hebel man in unserem Leben am wirksamsten in Bewegung setzt. Ich werde in der Zeitung, nein, besser in deinem Buch. Jawohl, ich werde in deinem Buch über die Kleingärtner schreiben und die Leser dazu auffordern, Telegramme zu schicken an die Regierung und das Parlament, und zwar mit folgendem Text: Wir bitten darum, den Tag der Kleingärtner und den Tag der Erde als Feiertage einzuführen. Aber an welchem Datum? Am 23. Juli. Wieso gerade da? Ich finde, das ist ein passender Tag, allein schon deshalb, weil es dein Geburtstag ist und die grandiose Idee stammt ja schließlich von dir. Also gut, dann sollen also die Leute in ihren Telegrammen Folgendes schreiben: Bitte machen Sie den 23. Juli zum gesetzlichen Feiertag, dem Tag der Kleingärtner und der Erde. Und sobald die Mitglieder von der Regierung und Parlament anfangen zu lesen und sich fragen, warum schicken uns die Leute nur solche Telegramme, schickst du von hier aus deinen Strahl los. Und zwar mit Karacho. Ja, mit Karacho, mit voller Kraft. Darauf kannst du dich verlassen. Ein schöner und lichter Feiertag soll es sein. Alle Menschen werden sich freuen. Und vor allem die Erde wird froh sein. Warum sollen sich eigentlich alle freuen? Dieser Feiertag ist doch nur für die Kleingärtner. Der Tag muss so gestaltet werden, dass sich alle darüber freuen. Zuerst wird er in Russland eingeführt werden, aber später wird er zum schönsten Feiertag auf Erden. Ein Feiertag der Seele. Und wie soll er zum ersten Mal in Russland begangen werden? Niemand weiß ja, wie er das feiern soll. An diesem Tag mag jeder auf die Stimme des Herzens lauschen, um zu wissen, was er tun soll. Aber ich kann ja auch gleich mal meine Imaginationskraft zum Einsatz bringen. Dann hielt Anastasia eine kleine Rede, wobei sie jedes Wort, jeden Laut klar und deutlich aussprach. Sie sprach schnell und mit Begeisterung. Ein feierlicher Rhythmus lag in ihren Worten. Und auch Satzbau und Aussprache waren außergewöhnlich. Möge Russland an diesem Tag früh in der Morgendämmerung erwachen. Alle Menschen, mit ihrer Familie, mit Freunden oder allein, sollen barfuß auf der Erde stehen. Diejenigen, die ein kleines Grundstück haben, wo sie mit eigenen Händen Obst und Gemüse züchten, sollen der Sonne erste Strahlen im Kreise ihrer Pflanzen erleben. Sie sollen jede Pflanzenart mit ihren Händen berühren. Wenn die Sonne aufgeht, sollen sie von jeder Strauchart eine Beere pflücken und sie essen. Bis zum Mittag brauchen sie darüber hinaus nichts weiter zu essen. In der Zwischenzeit soll der Garten in Ordnung gebracht werden. Jeder möge dann über sein Leben nachdenken, darüber, was ihm Freude macht und was seine Bestimmung ist. Es ist auch ratsam, sich liebevoll an seine Nächsten und seine Freunde zu erinnern, daran, warum die Pflanzen wachsen, und man sollte über seine eigene Bestimmung nachdenken. Und jeder sollte während des Vormittags mindestens eine Stunde in Abgeschiedenheit verbringen. Es spielt keine Rolle, wie und wo man das tut, aber das Alleinsein ist unerlässlich, um in dieser Zeit in sich zu kehren. Zum Mittagessen soll die gesamte Familie zusammenkommen, alle Mitglieder von nah und fern. Das Essen
soll aus den Dingen zubereitet werden, die die Erde zur Mittagsstunde hervorgebracht hat. Jeder möge das auftischen, wonach sein Herz und seine Seele begehren. Alle Familienangehörigen mögen einander freundlich ansehen. Der Älteste soll zusammen mit dem Jüngsten aus dem Kreise die Mahlzeit segnen. Bei Tisch möge eine ruhige Unterhaltung stattfinden. Dabei sollte jeder etwas Gutes über die anderen sagen. Die von Anastasia geschilderten Szenen wirkten ausgesprochen frisch und lebendig. Ich hatte praktisch das Gefühl, im Kreise vieler Menschen bei Tisch zu sitzen. Ergriffen von Anastasias Erzählung, glaubte ich nicht nur an den Festtag, vielmehr kam es mir so vor, er fände bereits statt. Und so fügte ich hinzu: Vor dem Essen wollen wir gemeinsam anstoßen. Also, hoch die Tassen! Trinken wir auf die Erde und auf die Liebe. Mir schien, ich hielt ein Weinglas in der Hand. Da sagte Anastasia plötzlich: Wladimir, auf dem Tisch sollen keine alkoholischen Getränke sein. Puff! Und fort war das Weinglas aus meiner Hand. Und auch die Feier löste sich auf der Stelle in Wohlgefallen auf. Nicht doch, Anastasia. Lass uns unsere Feier. Na schön, wenn du willst, kann ja ein Wein aus Beeren auf dem Tisch stehen, der in kleinen Schlucken getrunken wird. Beerenwein, also gut, solange es Wein ist. Schließlich kann man seine alten Gewohnheiten nicht auf der Stelle aufgeben. Und was machen wir am Nachmittag? Die Leute sollen in die Stadt zurückkehren. Die Früchte, die in ihren Gärten gewachsen sind, sollen sie in Körben sammeln und damit diejenigen bewirten, die selbst kein Grundstück mit Garten haben. Oh, wie viele positive Gefühle es an jenem Tag geben wird. Sie werden zahlreiche Krankheiten vertreiben, selbst tödliche oder hartnäckige chronische Krankheiten. Wer unheilbar oder leicht krank ist, soll an diesem Tag dem Strom der Leute, die vom Lande zurückkommen, entgegengehen. Die Strahlen der Liebe und der Güte sowie die mitgebrachten Früchte werden die Krankheiten heilen und vertreiben. Sieh nur, sieh, ein Bahnhof, ein Strom von Menschen mit bunten Körben und schau, wie ihre Augen leuchten vor Ruhe und Güte. Anastasia strahlte und ihre Begeisterung für den Feiertag steigerte sich immer mehr. Ihre Augen glänzten nicht nur vor Freude, von ihnen schien auch ein bläuliches Glitzern auszugehen. In ihrer Miene spielten immer neue Ausdrücke der Freude, so als zöge vor ihrem inneren Auge eine Flut von Bildern des großen Festtages vorbei. Plötzlich schwieg sie. Dann beugte sie ein Knie, erhob die rechte, stieß sich mit großem Schwung von der Erde ab und schoss in die Höhe, fast bis zum untersten Ast der Zeder. Als sie wieder unten war, winkte sie mit einer Hand und klatschte in die Hände. Darauf überflutete eine bläuliche Strahlung die ganze Lichtung. Was Anastasia dann sagte, schien von jedem Grashalm, jedem Käfer und jeder gewaltigen Zeder widerzuhallen. Anastasias Worte wurden von einer unsichtbaren Kraft verstärkt. Sie waren nicht laut, aber es entstand der Eindruck, dass sie in jedes Äderchen des unermesslichen Kosmos drangen. Hin und wieder warf ich ein paar Worte ein, denn ich konnte mich nicht zurückhalten, während sie sprach. An diesem Tag werden viele Menschen nach Russland stürmen, all jene, die von der Erde als Atlanta geboren wurden, werden an diesem Tag wie verlorene Söhne zurückkehren. Mögen die Menschen in ganz Russland an diesem Tag in der Morgendämmerung erwachen. Mögen die Saiten der kosmischen Harfe von frohen Melodien erklingen. Mögen auf den Straßen und in den Höfen die Lauten der Baten zu hören sein. Mögen alle Kreise wieder jung werden, wie sie es ehemals waren. Und ich, Anastasia,
Werde auch ich wieder jung und frisch sein? Ja, du und ich, wir werden beide jung und frisch sein. Die Alten werden den Kindern Briefe schreiben und die Kinder ihren Eltern und mögen die ganz Kleinen, die gerade die ersten Schritte in ihrem Leben tun, eine Welt des Glücks und der Freude betreten. An diesem Tag wird nichts das Glück der Kinder trüben. Mögen die Erwachsenen mit ihnen wie mit ihresgleichen umgehen. Die Götter aller Völker werden zur Erde herabsteigen. Mögen sie sich an diesem Tag in einfacher menschlicher Gestalt verkörpern. Und Gott, der eine und einzige, wird glücklich sein. Mögest auch du an diesem Tag sehr glücklich sein, aufgrund der Liebe, die von der Erde entfacht wird. Anastasia war ganz hingerissen von den Bildern des Festtags. Sie drehte sich wie im Tanz auf der Lichtung, wobei ihre Begeisterung noch zunahm. »Halt, aufhören!« rief ich Anastasia zu, denn plötzlich begriff ich, dass sie alles ernst nahm. Sie sprach nicht einfach nur Worte. Mit jedem ihrer Worte, mit jedem Satz modellierte sie Bilder des Feiertages. Und mit ihrer typischen Hartnäckigkeit würde sie diesen Tag weiter modellieren und von ihm träumen, bis ihre Träume und Gedanken Wirklichkeit würden. Ganz fanatisch würde sie träumen. Ihren Kleingärtnern zuliebe würde sie sich große Mühe geben, so wie sie es schon seit 20 Jahren getan hatte. Um sie davon abzuhalten, rief ich ihr zu: »Was soll das? Hast du denn nicht verstanden? Das war doch alles nur Spaß mit dem Feiertag. Ich habe nur gescherzt.« Anastasia hielt inne. Ich sah sie an und ihr Gesichtsausdruck tat mir im Herzen weh. So verstört war sie, gerade wie ein Kind. Mit Schmerz und Bedauern schaute sie mich an, als hätte ich etwas kaputt gemacht. Und fast flüsternd sprach sie zu mir: »Ich habe es ernst genommen, Wladimir, und ich habe schon alles modelliert. In die Kette der Ereignisse habe ich die Telegramme der Bevölkerung eingeflochten. Ohne sie wird die Kette der Ereignisse zerreißen. Ich habe deine Idee angenommen, an sie geglaubt und alles in Gang gesetzt. Ich spürte deine Aufrichtigkeit, als du über den Feiertag sprachst. Und über die Telegramme. Nimm deine Worte nicht zurück. Hilf du mir mit den Telegrammen, damit ich dir dann mit meinem Strahl helfen kann, so wie du es gesagt hast. Schon gut, ich will es versuchen, nur beruhige dich wieder. Doch was, wenn niemand diese Telegramme schicken will? Es werden sich Menschen finden, die das verstehen, und auch die Regierung und euer Parlament werden sich dem nicht verschließen. Es wird den Feiertag geben, da bin ich mir ganz sicher. Sieh nur!« Und wieder beschrieb sie Bilder des Feiertags. Ich habe das alles einfach aufgeschrieben. Jeder mag jetzt so handeln, wie sein Herz und seine Seele es ihm gebieten.